Hallo liebe Autofahrer, es gibt Erfreuliches von unseren Straßen zu vermelden. Das Statistische Bundesamt hat gerade herausgegeben, dass es 2017 wieder weniger Verkehrstote und Verletzte gab als 2016. 3.170, immer noch zu viel, aber wieder 1% weniger als noch im Vorjahr. Und das Gleiche gilt auch für die Verletzten. Wenn man bedenkt, dass 1970 noch, wo wir ungefähr nur ein Viertel der Fahrzeuge in Deutschland hatten, wir 20.000 Verkehrstote in Deutschland vermelden mussten im Jahr, so ist das doch insgesamt eine sehr, sehr positive Bilanz und eine sehr erfreuliche Entwicklung. Andererseits gibt es allerdings eine steigende Anzahl an Unfällen, und zwar insgesamt. 2015 waren wir hier noch bei 2,5 Millionen Unfälle im Jahr. Mittlerweile sind wir bei 2,6 Millionen Unfälle im Jahr. Und das hat eine Ursache. Und diese Ursache heißt Ablenkung am Steuer. Ursachen für Ablenkung am Steuer gibt es viele. Aber keine ist so wie das Smartphone am Steuer, das einfach von den Autofahrern während der Fahrt genutzt wird. Und es ist, wenn man so salopp sagen will, wirklich mittlerweile eine Seuche geworden. Wir haben mal rumgefragt, viele tausend Autofahrer online gefragt, Hand aufs Herz, nutzt du denn dein Smartphone am Steuer? Und tatsächlich, 80% unserer befragten Autofahrer geben zu, ja, sie nutzen ihr Smartphone am Steuer. Und wir haben sie auch gefragt, ob sie genau wissen, ob denn das wirklich gefährlich sei. Und tatsächlich, 90% geben auch zu, ja, sie wissen genau, dass das eine gefährliche Situation sei, in der sie sich da selber hineinmanövrieren. Wir haben zudem gefragt, wofür nutzt du denn dein Smartphone am Steuer? Und fast 20% sagen, sie nutzen ihr Smartphone für WhatsApp, 10% ungefähr fürs Telefonieren, weitere 10% für Navigation und weitere 10% für Entertainment. Und das ist doch eine sehr erschreckende Bilanz und Summe insgesamt. Da wir es aber nicht bei einer reinen Online-Befragung bewenden lassen wollten, haben wir zudem gezählt. Wir sind in die Stadt, wir sind auf die Landstraße, wir sind auf die Autobahn und haben insgesamt 36.000 Autofahrer hier gezählt und beobachtet. Am meisten wird natürlich das Smartphone an der roten Ampel genutzt. Meistens, weil natürlich den Leuten und den Autofahrern ein bisschen langweilig ist. Aber immerhin 12,9% war hier die Bilanz. Aber auch auf der Autobahn oder vor allem auf der Landstraße mit Gegenverkehr nutzen dauerhaft insgesamt 4% jeweils ihr Smartphone während der Fahrt am Steuer. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation. Und weil wir uns als Automobilclub hier natürlich einbringen wollten, haben wir eine Kampagne gestartet. Und diese Kampagne heißt Be Smart, Hände an Steuer und Augen auf die Straße. Und wir wollen es nicht nur bei einfachen Appellen lassen. Wir haben uns viele gute Partner mit an Bord geholt. Das Bundesverkehrsministerium hat die Schirmherrschaft übernommen. Der TÜV Süd als Initiator ist Teil der Kampagne. Und viele gute Partner sind natürlich auch hier Teil der Kampagne. Und dementsprechend, wir wollen einen deutlichen Appell an alle Autofahrer richten. Es geht um die Sicherheit, nicht nur des eigenen Lebens, sondern der anderen Autofahrer natürlich auch. Daher unser Appell an alle. Be smart, Hände an Steuer, Augen auf die Straße. Es ist wichtig.